Aus all diesen Gründen vertrete ich den folgenden Standpunkt. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Maria, ich bin Deutschlehrerin und dein Sprachcoach. Bei fast jeder Deutschprüfung ab dem B1-Niveau muss man argumentieren, sowohl im schriftlichen als auch im mündlichen Teil. Auch im Alltag wird oft diskutiert und da sollte man wissen, wie man seine Argumente begründet und andere überzeugt. Genau darum geht es in meinem heutigen Video. Ich zeige dir ganz viele Redemittel, die du für eine gute Argumentation benötigst. Lass uns direkt beginnen. Los geht's! Bevor wir loslegen, möchte ich dich darauf hinweisen, dass du alle Informationen aus dem heutigen Video in meinem kostenlosen PDF findest. Du kannst es herunterladen, wenn du auf den Link unter diesem Video klickst. Trage deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ein und du bekommst das PDF mit den ganzen Infos. Und wenn du generell solche Themen wie Argumentation heute nützlich findest, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal. Ab jetzt wirst du jede Woche ein neues Lernvideo von mir bekommen und dein Deutsch wird immer besser und besser. Deine Freunde und Arbeitskollegen werden dich vermutlich fragen, was dein Geheimnis ist. Aber das bleibt unter uns. Wenn du eine Deutschprüfung bestehen möchtest, dann solltest du an diesen zwei Bereichen arbeiten. Du solltest deinen Wortschatz erweitern und deine Grammatik verbessern. Das gelingt dir am besten, wenn du mit Struktur lernst, wenn dir alles Schritt für Schritt erklärt wird. Ich beantworte zum Beispiel alle Fragen meiner Schüler in meinen Online-Kursen persönlich und ich bin immer für sie da, was man in Online-Kursen wirklich selten sieht. Mein Ziel ist es, alle Kurse von A1 bis C1 zu erstellen. Drei davon sind jetzt schon fertig und du kannst dich gleich heute anmelden. Mit meinem A2-Kurs kannst du die ganzen Grundlagen lernen oder auffrischen. Im B1-Kurs lernst du viele wichtige Wörter und komplexere Grammatikthemen. Mein B2-Kurs wird dir dabei helfen, tollen Wortschatz für deine Karriere in Deutschland aufzubauen und auch schwierige Grammatikthemen zu verstehen. Und der C1-Kurs ist bereits in Erstellung. Trage dich gern auf die Warteliste ein, dann wirst du informiert, sobald der C1-Kurs fertig ist. Alle Links findest du unter diesem Video. Wenn du das mit der deutschen Sprache richtig ernst meinst, dann melde dich heute noch an. Dieses Video ist folgendermaßen aufgebaut. Zuerst zeige ich dir verschiedene Argumentationsbeispiele. Mache gerne Notizen und überlege dir jetzt schon, welche Redemittel dir besonders gut gefallen. Du musst keinesfalls alle Redemittel benutzen. Such dir nur die aus, die du dir gut merken kannst und die besonders schön für dich klingen. Deine Gedanken kannst du auch gern unten in die Kommentare schreiben. Das ist übrigens eine gute Möglichkeit für dich, noch mehr zu üben. Wir fangen mit Redemitteln an. So kannst du deine Aussagen verknüpfen. Zuerst macht man eine kurze Einleitung und sagt, worum es überhaupt geht. In der Regel gibt es zwei Parteien, die unterschiedliche Meinungen haben. Ansonsten müsste man ja gar nicht diskutieren. In der Diskussion um werden folgende Meinungen vertreten. In der Diskussion über werden zwei entgegengesetzte Meinungen vertreten. Die Gegenseite argumentiert das, die Gegner äußern das Bedenken das, die andere Seite gibt zu bedenken das, die Befürworter sagen, aber die Kritiker sind der Meinung. Während die einen behaupten das, sind die anderen der Meinung das. So kannst du Argumente nennen. Nun werden unterschiedliche Argumente genannt. Dafür kannst du folgende Redemittel nutzen. Zuerst oder an erster Stelle steht erstens, zunächst, dann, weiterhin, ferner, außerdem, anschließend, hinzu kommt das, ebenfalls zu bedenken ist das, darüber hinaus, des Weiteren,
Es ist zu betonen, dass. Es ist hervorzuheben, dass. Auch sollte man bedenken, dass. Man sollte nicht vergessen, dass. Ein letztes Argument ist das. Genau, achte bitte auf den Artikel das Argument. Es reicht nicht, Argumente zu benennen, man sollte sie auch gegeneinander abwägen. Es ist zwar zu bedenken, dass, aber nicht nur, sondern auch, es stimmt zwar das, aber, oder du kannst den Satz auch direkt mit zwar beginnen. Zwar, aber, Sätze mit obwohl eignen sich hier auch ganz gut. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Einerseits, andererseits. Zum einen, zum anderen. Allerdings muss man bedenken, dass es ist zu berücksichtigen, dass. Und so kannst du Pro- und Kontra-Argumente bringen. Für oder gegen etwas spricht das. Ein weiteres Argument dafür ist. Oder ein weiteres Argument dagegen ist. Dafür oder dagegen spricht auch. Ein wichtiger Vorteil scheint mir zu sein. Besonders positiv oder negativ daran ist. Nachteilig erscheint mir auch. Und wir brauchen noch einen passenden Schluss. Nicht vergessen sollte man. Zum Schluss lässt sich sagen, dass. Schließlich kann man behaupten, dass. Abschließend möchte ich festhalten, dass. Abschließend sollte festgehalten werden, dass. Bei den meisten Prüfungsformaten soll man am Ende auch noch seine eigene Meinung äußern. Zu diesem Thema gibt es schon ein ganzes Video auf meinem YouTube-Kanal. Du kannst es dir gern anschauen, wenn wir hier fertig sind. Ich fasse aber die wichtigsten Redemittel noch einmal für dich zusammen. Meiner Meinung, Ansicht oder Auffassung nach. Daher bin ich der Meinung, der Ansicht oder der Auffassung, dass meines Erachtens. Aus meiner Sicht. Deshalb gehe ich davon aus, dass. Aus all diesen Gründen vertrete ich den folgenden Standpunkt. Aufgrund halte ich es für wahrscheinlich, dass. Meine Prognose basiert auf. Solche Sätze wie ich denke, ich meine oder ich glaube, dass zeigen nicht unbedingt dein hohes Sprachniveau. Deshalb würde ich lieber zu anderen Redemitteln greifen, falls du ein höheres Sprachniveau als A2 hast. Und nun kommt ein Beispiel. Als Idee für die Argumentation habe ich folgendes Thema ausgewählt. Mülltrennung in Deutschland soll abgeschafft werden. Aktuell trennen die Deutschen noch ordentlich Müll. Obwohl das auch nicht in jeder Stadt der Fall ist. Ist es in der heutigen Zeit überhaupt noch sinnvoll oder sollte Mülltrennung tatsächlich abgeschafft werden? Darüber werden wir heute diskutieren. In manchen Prüfungen bekommst du einen kurzen Text, über den du diskutieren sollst. In anderen Prüfungen wird nur das Thema genannt. Du sollst also auf alles vorbereitet sein. Und so könnte eine Argumentation zu diesem Thema aussehen. In Deutschland soll die Mülltrennung abgeschafft werden. Viele Gemeinden haben sich schon dafür entschieden. Andere überlegen und diskutieren noch. Die Befürworter sagen, dass Mülltrennung indirekt für zu viele Autoabgase sorgen würde. Sie geben zu bedenken, dass der Schadstoffausstoß immer weiter steigen würde, wenn die Müllabfuhr die verschiedenen Mülltonnen getrennt entleeren muss. Auch Privatpersonen, die ihr Altglas zu zentralen Containern fahren müssen, würden für mehr Abgase sorgen. Die Kritiker halten jedoch an der bestehenden Mülltrennung fest, da diese laut ihren Aussagen essentiell für den Umweltschutz wäre und der Schaden der Autoabgase immer noch geringer als der Nutzen der Trennung wäre. Hat das Konzept der Mülltrennung in Deutschland tatsächlich keine Zukunft mehr? Dagegen spricht zum Beispiel, dass viel Platz benötigt wird. Für eine ordentliche Trennung braucht man einige verschiedene Tonnen bzw. Container. Altglas,
Papier, Restmüll, Biomüll, gelbe Tonne oder den gelben Sack. Es ist auch zu bedenken, dass man als Privathaushalt für einige Tonnen Gebühren bezahlen und manchmal eine kurze Strecke mit dem Auto fahren oder zu Fuß gehen muss, um sein Altglas oder Altpapier zu entsorgen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Stoffe durch die Trennung sehr gut recycelt werden können. Wenn der Müll schon von den Wegwerfenden sortiert wird, dann geht die Entsorgung auf der Mülldeponie schneller und braucht weniger Energie und Arbeitskräfte. Aus meiner Sicht ist es insgesamt sehr wichtig, den Müll weiterhin zu trennen. In meinem Heimatland gibt es keine Mülltrennung. Daher hat Deutschland eine wichtige Vorbildfunktion für andere Länder. Zum Schluss lässt sich sagen, dass gerade in der heutigen Zeit dieses System unbedingt genutzt werden sollte, um etwas zum Umweltschutz beizutragen. Und ich habe versucht, meine Argumentation etwas komplexer zu gestalten, um dir einen Text auf einem höheren Niveau zu zeigen. Du darfst natürlich gerne auch kürzere und weniger komplexe Sätze verwenden. Und wenn du möchtest, dann schreib mir bitte deine Argumentation oder zumindest ein paar Sätze in die Kommentare. Dann war's das für heute. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen und vor allem geholfen hat. Jetzt weißt du, wie man auf Deutsch argumentiert und so auch die Deutschprüfung besteht. Und wenn du alle Infos aus dem heutigen Video noch einmal schriftlich bekommen möchtest, dann lade dir doch mein kostenloses PDF herunter. Den Link findest du direkt unter diesem Video. Hast du irgendwelche Fragen an mich? Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Sag mir gern Bescheid, schreib mir einen Kommentar und wir lösen alle Probleme gemeinsam. Na dann, bleib fleißig und wir zwei sehen uns schon bald wieder in meinem neuen Video. Mach's gut, pass auf dich auf und tschüss! Ich finde Mülltrennung toll.